Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Resident Evil 4. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel ziemlich gut. Und ich werde so schnell wie möglich das Ganze durchspielen und es auf meinen Channel hochladen. Gebt mir natürlich ein Like, wenn ihr mehr wollt. So, dann gehen wir doch mal weiter. Und ich glaube, ich muss in diese Richtung. Wow. Was haben wir denn da? Ein riesengroßes Schloss. Ich schätze mal, da werde ich dann als nächstes sein. Und hier geht es noch nach unten. Ne? Okay. Ah ja, das ist die Fischfarm. Und schaut mal. Hier sind diese blauen Medaillons noch. 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, es waren ja auch wieder 5, oder? Die ich erwischen muss. Aufträge, oder? Vipernjagd. Moment mal, hatte ich da nicht schon zwei? Hm. Dann Grabschänder habe ich erledigt. Und das hier. Vier Stück fehlen mir noch. Von den blauen Medaillons. Und das waren hier diese vier. Zwei, drei, vier. Okay. Und hier ist ein Fernglas. Dann wollen wir doch mal da durchschauen. Was geht hier ab? Was machen die da? Nein, das ist der Polizist. Scheiße. Ja, wie krank ist das denn? Arbeit erledigt und nur weg hier. Was war das? Nein, oder? Und hier? Da drüben ist irgendwas. Moment mal, sag bloß, ich muss hier über den Fluss, weil da ist ja das Monster drin, oder? Na super. Okay. Dann gehen wir doch mal hier nach unten, ne? Das sieht echt cool aus. Moment mal, wir können noch in diese Richtung gehen. Oder ich hole mir zuerst das blaue Medaillon. Das müsste ja hier unten am See sein. Ui, da ging es tief runter. Und ein gelbes Graut. Und ein Küchenmesser. Moment mal, kann ich das mit dem verbinden? Ja. Wir haben fast bald keinen Platz mehr, sehe ich gerade. Sind das Piranhas oder?
Ah, und da liegt ein Boot. Okay. Ich schätze mal, wir müssen dann später den Fluss überqueren und hier ist das blaue Medaillon. Okay, dann können wir wohl weitergehen. Ah, hier fehlt das hier, oder? Nein, es fehlt noch eins. Beziehungsweise vielleicht sogar zwei. Gut. Dann gehen wir hier auf die andere Seite. Ja. Das sind wieder Gegner. Nein, die habe ich nicht erwischt. Geht doch. Na also. Richtig gute Headshots. Was ist das unter mir? Verdammt nochmal. Nein, oder? Hat mich das geschockt. Wow! Moment mal. Geht aufs Haus. So. Ah, na also. Wow. Bleib mir vom Leib, Tante. Richtig guter Headshot gewesen. Nur kranke Leute wieder überall. Aber ich muss sagen, das Gewehr fühlt sich auch richtig gut an. Jawohl. Sollte das jetzt nicht die letzte Viper für den Nebenauftrag gewesen sein, oder? Oder muss ich die verkaufen? Da muss ich später mal schauen. Ich glaube, ich gehe nach oben als erstes. Ja, übrigens, ich bin schon sehr darauf gespannt, wie der VR-Mod wird für Resident Evil 4. Den VR-Mod für Resident Evil 2 spiele ich ja gerade durch. Und ich muss sagen, das ist schon ein ganz anderes Erlebnis. Und gerade Horrorspiele sind meiner Meinung nach für VR gemacht. Das ist ein total ganz anderes, intensiveres Erlebnis, in der Spielewelt zu sein. Tja, leider gibt es ja nichts Offizielles von Capcom, aber. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwann etwas. Bis jetzt gibt es ja nur etwas Offizielles für die PlayStation. Ich glaube, dort unten war wieder eine Schlange auf der anderen Seite. Ja. Was? What the? Wo war der? Jawohl! Wo war der? Der hat mich gut erwischt. Okay, Rückzug. Wo ist da der andere Typ? Das ist der hier oben.
Da brauche ich mein Zielfernrohr. Alter, was geht da jetzt? Der ist down, oder? Damn it! Es nimmt kein Ende. Wow, das war knapp. Und hier war wieder eine Viper. Ja, Wahnsinn. Aber irgendwie macht es doch Spaß, selbst wenn so viele Gegner auf einmal auf einen zukommen. War doch was, oder? Nein, das waren nur die Fische. Bringt das mir was? Forellenbarsch. Vielleicht? Als Essen? Das könnte wirklich sein, oder? Moment mal. Ich muss hier auf automatisch, zuordnen gehen mit der Alt-Taste und jetzt kann ich den nehmen. Okay. Kein Platz mehr. Ja, also ich glaube, ich schicke diese Waffe an meine Aufbewahrung zurück. Und jetzt habe ich zumindest etwas Platz. Genau. So, was piepst da schon wieder um die Ecke? Da wäre ich jetzt fast reingerannt. So, hier war auch noch etwas. So, wo ist das nächste blaue Medaillon? Dort drüben. Und was ist das schwarze hier? Ah, Bootsbenzin. Stimmt, das brauche ich ja. Das ist richtig mies. Das muss irgendwo hier unten sein. Oder hängt es hier im Baum? Ah.
Letztes. Genau, das brauchen wir auch. Gibt es nicht. Alles voll. Tja, aber ich könnte vielleicht etwas Flintenmunition machen. Genau, und jetzt habe ich dann wieder etwas Platz, oder? Ja. Ah, perfekt. Kleiner Schlüssel. Kann man immer gebrauchen. Und was kann ich denn noch machen? Ich habe nur 3 Stück. Also, ich kann nichts mehr craften. Aber es geht noch in diese Richtung hier. So, da ist das Benzin. Na, das ist doch schon mal was. Ah, okay, ich konnte es mitnehmen. Und ein Hühnerei. Das war es hier, oder? Ja. Okay, ich glaube, die Fischfarm sollte erledigt sein und ich gehe jetzt wieder zurück, weil... Ja, ich gehe jetzt wieder zurück zum Händler. Denn, mein Inventar war ja voll. Und ich habe ja hier alles mitgenommen. Moment mal. Sind hier vorne noch Leute am Start? Ja, ich glaube, da kommen noch welche. Oh ja. Nein, oder? Das wird laut. Die hat's erwischt. Und die anderen Typen. Nein. Was macht denn die Tante da? Ja, der Power Kick geht richtig ab. Okay, der ist down. So, hier ist aber noch ein Fass. Mit richtig viel Geld. Dann, ja, gehen wir zurück. Also diese Gegner, ich finde, die schocken irgendwie total. Aber die sind auch wirklich richtig gut gemacht.
So, dann zurück zum Händler. Diese Richtung. Hier unten ist unser Boot, aber ich glaube, ich kann noch in die andere Richtung als erstes. Wir schauen mal. Hast einen Auftrag erfüllt, Stitter. Richtig. Na dann, was kann ich für dich tun? So, ich habe hier 6 Stück. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit halte reden, ich aber töten, als erstes. Einfach alles. Angenehme Reise. So, kann ich hier etwas bestücken? Nein, aber wir haben einen Schlüssel. Und damit kann ich dann so Schubladen öffnen. Auch okay. Hier kann ich nichts drauf machen. Keine Edelsteine? Nein. Ja, dann hau ich die 2 Dinger weg. Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Das und das hier. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Besten Dank! So, und wie war das mit der Viper? Ich hab nur die kommen jederzeit wieder. Hatte ich da nicht Aufträge? Vipernjagd. Aber da steht immer noch Fortschritt 0 von 3. Drei Vipern verkaufen. Ah, okay, die muss ich verkaufen. Willkommen! Wir probieren es mal aus. Im Grab. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Oh, sieh dich einmal an. Okay, es hat funktioniert. Wäre das dann alles? Nein, ich verkaufe die anderen auch noch. Ein hervorragender Deal. So, jetzt habe ich 26.000. Das heißt, ich schnappe mir die TMP. Oh, mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Und Rezepturen und Koffer kann ich mir auch keine neuen kaufen. Also, ja, dann lasse ich das Ganze vorerst mal so. Stirb mir da draußen nicht weg. Beziehungsweise, willkommen. Soll ich noch irgendetwas tunen? Angriffskraft. 9000. Deine Waffen sind in guten Händen, Pap. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Werde kommen. Um jederzeit wieder. So, dann sollte die TMP eigentlich ziemlich stark sein, oder? Okay, dann mache ich meine TMP auf Nummer 3 und mein Gewehr auf Nummer 4. Ja. 1, 2, 3 und 4. Ein Süßwasserfisch aus der Familie der Sonnenbarsche. Sein mild schmeckendes, nahrhaftes Fleisch stellt die Gesundheit wieder her. Gut, den muss ich dann wohl mal mitnehmen. Und den Rest auch. Genau. Beziehungsweise die Bolzen brauche ich ja jetzt nicht. Ach ey, muss ich die dann wegwerfen? Nein, oder? Oder kann ich die dann verkaufen? Willkommen! Nein. Oder doch? Ja. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen.
Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Stirb mir da draußen nicht weg, haha! Wobei, das ist die Munition für die TMP, oder? Oder brauche ich hier die MP-Munition? Kann natürlich auch sein. Wie auch immer, wir gehen weiter. Wie herum muss ich denn? Hier unten ist eine Schublade und ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Müsste also funktionieren. Na also. Eine Taschenuhr. Kann ich die bestücken? Nein. Die kann ich nur verkaufen. Lässt sich sicherlich verkaufen, stand dort. Gut, dann verkaufen wir die. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ein hervorragender Deal. Das ist, was ich derzeit habe. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja gut, und mein Kampfmesser ist ja schon ganz getuned. Gut. Aber ich glaube, das sollte dann auch schon wieder alles gewesen sein für diese Episode. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Gebt mir ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns aber auch schon bald wieder in der nächsten Folge.